Pontor vorbeigezogen. Schöne Aktion des LASK. Steht da ganz alleine. Fein gemacht und da wäre zwar Hofmann mit dem Kopf gewesen auf der Linie, aber bin mir nicht sicher, wo er hingekommen. Gute Aktion der Linzer nach einer Viertelstunde. Für die Flanke von Hofer. Und gleich drei LASK-Spieler sind hier bei Stefan Meyerhofer, wenn der im Zentrum steht und die Hornbrille hat. Ja, da hat man natürlich Respekt. Jimmy Hofer hat sich entwickelt jetzt zum Stammspieler im Angriff und hofft natürlich auch noch auf die Euro. Ebenso wie der lange Stefan Meyerhofer. 6 Tore im Frühling. Das ist eine deutlich lesbare Visitenkarte. Guter Einsatz von Hoheneder. Aber der entscheidende Pass in die Tiefe, der kommt noch nicht. Überhaupt bisher recht viele Ballverluste bereits im Mittelfeld. Buschkowitz. Schön gemacht. Ein Guckerl für Wendell im Strafraum, aber ist nichts draus geworden. Er kommt nicht vorbei am Brasilianer. Und daher Abstoß. Bastic hat wie immer alle Freiheiten als hängende Spitze hinter Archi, lässt sich oft, wie es braucht, zurückfallen, wechselt die Seite und taucht dann immer wieder überraschend auf. Bisher allerdings auch noch nicht entscheidend zur Geltung gekommen. Ein kleiner Fastic und Batoka. Foul von Panis. Und Meyerhofer wieder am Boden. Die
gibt dann noch einmal eine kräftige Ermahnung für den Kapitän der Linzer, aber noch keine Karte. Im ersten Spiel in Linz hat Robert Schördenhofer insgesamt 8 gelbe Karten gezeigt. Heikkinen. Dober kommt nicht zum Ball, aber Einwurf für Robert. Missverständnis zwischen Dober und Hofmann. Ja, man merkt schon, dass es in diesem Spiel um sehr, sehr viel geht. Nicht so bedingungslos ist der Druck im Angriff von Rapid. Etwas Nervosität ist zu spüren, auch beim LASK. Das macht sich doch in einigen Abspielfehlern vor allem dann bemerkbar, wenn das Spiel versucht wird, etwas schneller zu machen. Stitch findet keinen Anspielpartner, muss den Ball lange halten. Und jetzt Foul von Hofer. Ja, das ist doch wirklich wehgetan, Ivica Vastic. Noch einmal, Hofer steigt da von hinten ein. Naja, schmerzhaft kann da in erster Linie der Aufprall gewesen sein bei Ivica Vastic. Hat in der Wiederholung nicht so schlimm ausgeschaut. In Relation zum Gesichtsausdruck von Ivica Vastic. Sie hören es im Hintergrund, Riesenatmosphäre hier in Linz, restlos ausverkauft, die Google. Etwa 7000 Rapid-Anhänger sind hier und ungefähr 11.000, die dem LASK die Daumen halten. Also, Vastic noch draußen, Spiel geht weiter. Keine überzeugende Aktion von Thornhofer. Jetzt ist er wieder bereit, der Kapitän der Linzer, wieder ins Spielgeschehen einzugreifen. Jetzt darf er. Vastic wieder dabei, der LASK wieder komplett. Wird sich Robert Schördenhofer wahrscheinlich nicht mehr allzu lange Zeit lassen können, zum ersten Mal hier eine Karte zu zücken. Denn
kleinen Fouls im Mittelfeld, die mehren sich, und das war an sich keine schöne Aktion von Ganstra, runtergetreten gegen das Schienbein. Hoffmann diesmal mal mit dem Freistoß von der anderen Seite. Saurer. Er setzt sich durch. In der Mitte Panis und Aci. Panis versucht selber und ganz sicher. Helge Peil. Nächste Eckbälle und Freistöße von der Seite bedeuten großes Rufzeichen. Achtung im Strafraum, aber der ist Steffen Hoffmann ganz schlecht gelungen. Nächstes Foul. Wiese, und diesmal bleibt der Faulende selbst verletzt liegen. Fuß zwischen den Beinen von Hoffmann, hat er möglicherweise den Stoppel des Rapidlers zu spüren bekommen. Jetzt muss der Pole kurz hinaus. Gerade noch ins Spielfeld zurück. Aber noch stimmt die Feinabstimmung in den Freistößen von Steffen Hoffmann nicht. Gelungener Wechselpass von Hoffmann. Und auch Dober mit nicht der größten Portion Feingefühl. Nach wie vor 0:0. Der LASK bisher mit den besseren Chancen. Rolle von Ganstra, der Schuss von Panis. In dieser ersten halben Stunde. Bastic. Und wieder unglücklicher Zusammenstoß bei dieser Attacke. Aber da geht der Fuß auch klar gegen das Schienbein von Ganstra. Der macht allerdings
keine Tragödie draus, spielt sofort weiter. Ganz im Gegenteil. Zu ihm. Kein Abseits. Und wer kommt da zum Schuss? Niemand. Domhofer mit vielen Ballverlusten und da kann er sich nur mehr mit einem Foul helfen. Und jetzt ist es soweit. Erste gelbe Karte. Für Christian Thun. Hannes Eder wieder ins Spiel zurück. Also richtig gut schaut das noch nicht aus. Überdiskutiert Ivica Vastić hier, Gerangel in der Mitte. Ja, nicht offensichtlich ein Foul zu erkennen. Auf Saura. Hannes. Ah, das war überspielt. Zu schön gemacht. Von Florian Klein. Hätte er besser selbst versucht hier in aussichtsreicher Position. Der letzte Doppelpass war einer zu viel. Wieder Ballverlust von Thonhofer. Irgendwie noch der Wurm drin. Im Spiel bei den Rapidlern. Wirkt teilweise sehr nervös. Sich bei Rapid in der Zwischenzeit Kulowitz bereit, fürchtet, dass Hannes Eder da möglicherweise doch etwas mehr abbekommen hat, humpelt auch noch. Kortnatz. Jetzt der Wechsel. Also 34 Minuten, nicht ganz gespielt. Hannes Eder kann nicht weitermachen nach diesem Foul, das er sich selbst zuzuschreiben hat. Jetzt muss er hinaus, Hannes Eder und Stefan Kulowitz für ihn im Spiel. Bedeutet jetzt wohl, dass
Häkkinen nach hinten rückt und die Position von Hannes Eder einnimmt. Kulowitz auf die Position von Häkkinen davor, spielt im defensiven Mittelfeld. Da ist er. Und dann legt sich offen den Ball etwas zu weit vor, aber da ist Meierhofer. Wieder bleibt ein Spieler verletzt am Boden liegen. Also da etwas zu weit die Vorlage von Hofmann. Aber Meierhofer erkämpft sich den Ball, versucht den Weitschuss. Knapp vorbei. Schritt hineingegrätscht ist. Aber schaut so aus, als ob er weitermachen könnte, muss natürlich nur kurzfristig hinaus. Ja, jetzt bei dieser Attacke ist es passiert. Da dürfte Stefan Meierhofer hier auf Hoheneder draufgestiegen sein, aber es geht schon. Im Mittelfeld den Ball unter Kontrolle. Jetzt vielleicht Hofmann versucht aus der Distanz. Aber sein Schuss und Passstiefel, der passt noch nicht so richtig hier in diesem Spiel. Entschieden beim Pass. Und das nächste Foul an Kulowitz, diesmal von Panis. Er ist vorher schon einmal heftig ermahnt worden. Bin neugierig, ob es jetzt die gelbe Karte gibt für den Linzer. Jawohl. In der 40. Minute gelb für Jürgen Panis.
kein optimaler Corner von Steffen Hofmann. Und wieder bringt Donhofer den Ball nicht dorthin, wo er ihn hinhat. Das sind zwei auffällige Punkte bisher in diesem Spiel aus der Sicht der Grün-Weißen, die heute rot-blau spielen. Boskovic. Weiter Ausschuss von Karolina. Ja, und Vastic kriegt ihn noch. Aber nicht das Foul. Deutet hier an, dass er ein Trikot gezogen wird, aber auch diese Entscheidung geht nicht. Nächste gelbe Karte, diesmal gegen Meierhofer. Und zwar, weil er den Ball gefangen hat und nicht abgepfiffen wird. Klein, Wendell. Ah. Zu umständlich im Strafraum, die Linzer. Das war's, die zunächst ausgerutscht und im Liegen der Pass. Dann kannst du das nicht nützen. Ivica Vastic dürfte da ein Problem mit seinen Schuhen heute haben. Der rutscht viel in der Gegend herum. Auch jetzt wieder bei dieser Aktion. Als Ursache für den Ballverlust. Hat ja nicht geregnet, in Linz höchstens ein bisschen getröpfelt. Stieg von Batoka im Stil eines Eishockeyspielers gegen Aci. Er will sich den Ball hier schön aufs Fußspitzel fallen lassen. Der wuchtige Körper von Jürgen Batoka zu schmerzlichen Überraschen. Noch Foul für Rapid. Lässt Schördenhofer flüssig weiterspielen. Noch immer im Spiel. Thank you.
Pass nach vorne, den Vastić wieder erlaufen kann. Wozu genau die Hereingabe? Und kein Abnehmer da für den Steinpass. Eine Minute noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach wie vor 0:0 zwischen dem LASK und Rapid. Aikinen, der in die Viererkette zurückgerutscht ist. Kulowitz im Mittelfeld nach dem Ausfall von Hannes Eder. Das schon Mitte der ersten Hälfte passiert. Kulowitz schießt den Ball hinaus, Meierhofer etwas angeschlagen, nachdem er vorher zu Boden gegangen ist. Muss aber nicht behandelt werden. Dennoch faire Geste des LASK, Banis spielt den Ball zurück zu Helge Pein. Domhofer. Und Hofmann kann den Ball aus dem Lauf nicht unter Kontrolle bringen. Visio. Banis. Auch Jimmy Hoffer bis jetzt noch nicht so zur Geltung gekommen in den letzten Partien. Vastić im Abseits. Aus dieser Perspektive schwer zu sehen, aber Hoheneder macht er offensichtlich im richtigen Moment noch den Schritt hinaus. Es geht auf Aci. Ja, und Häkkinen spielt zwar auf einer für ihn ungewohnten Position, aber spielt diese Position bisher fehlerlos. Hofmann. Aber mit den Flanken klappt bisher gar nicht bei Rapid. Thank you.
natürlich auch nicht leicht bei den großen Innenverteidigern Bauer und Hoheneder des LASK. Das wäre ein Rezept. Versucht es rein, guter Schuss! Ansatzlos abgezogen von Ivica Vastic. Hat sich da offensichtlich kurz überlegt, Pass auf Aci oder selbst probieren. Dann schauen Sie, Haken in die Mitte und dann doch etwas zu zentral. Aber wenn sich ein Tormann mal bei einem zentralen Schuss nur fausten und nicht fangen traut, dann heißt das, der war ordentlich scharf. Na wieder, Vastic mit dem Kopf. Und jetzt die Chance zum Konter für Rapid. Kockmatz in der Mitte, Meierhofer. Rechts Hofmann. Nicht optimal gelöst von Boskovic. Hoffmann nicht vom Ball zu trennen. Und jetzt kann Wiesio das Spiel beruhigen. Aber der Ball wieder bei Rapid. Hütteldorfer sind tatsächlich jetzt etwas aktiver aus der Kabine gekommen. Bemühen sich da mehr Druck zu erzeugen. Oder jetzt wieder der LASK. Über Klein. Aci. Noch einmal Klein. Wendell. Suboptimaler Abschluss einer an sich guten Aktion der Linzer. Jetzt die Chance für Hoffer und es gibt Elfmeter. Unter heftigen Protest von Michael Bauer, der dafür auch die gelbe Karte sieht. Super freigespielt, Jimmy Hoffer. Und Kavlina fault im Hinauslaufen den Rapidler. Schauen wir uns das noch einmal genau an. Hofmann, ja, war fast sogar abseits verdächtig, diese Position. Foul oder nicht? Kavlina geht in Richtung des Balls und Hofer fällt über die Beine des Tormanns. Eine schwierige Entscheidung, aber der Schiedsrichter Robert Schörgenhofer hat sich sofort festgelegt. Steffen Hoffmann beim Elfmeter. Eins zu null für Rapid.
Sicher eine strittige Entscheidung, diese Elfmeter. Aber sicher verwandelt von Steffen Hofmann. Hier sehen wir es noch einmal. Jimmy Hofer nimmt sich den Ball mit, legt ihn sich etwas zu weit vor. Kavlina kommt heraus. Naja. Und dann würde ich sagen, fällt Jimmy Hofer über das ausgestreckte Bein des Tormanns. Der muss herauslaufen, der muss sich lang machen, aber es war keine Bewegung des Beins von Kavlina in Richtung des Beins von Jimmy Hofer zu sehen. Allerdings für mich fast noch strittiger beim Abspiel, hat es für mich nach Abseits ausgeschaut. Schauen wir noch einmal hin. Hier jetzt das Abspiel von Hofmann. Naja, gleiche Höhe bis einen Zentimeter vielleicht, was Jimmy Hofer vorne. Na, wenigstens ein Grund, ein guter Grund, aufmerksam bei der Analyse dann in Sport am Sonntag zuzuschauen, gleich im Anschluss an dieses Spiel. Rapid führt nach 53 Minuten hier in Linz gegen den LASK mit 1:0 durch dieses Elfmeter-Tor von Steffen Hofmann. Jetzt wird das noch eine heiße Partie werden, denn der LASK muss jetzt natürlich alles nach vorne werfen. Eine Niederlage ist aus der Sicht der Linzer ein absolut katastrophales Ergebnis. Abseits. Jeder da sich offensichtlich per Telefon die Informationen geholt, wie diese Situation genau ausgeschaut hat beim Tor. War in jedem Fall eine strittige Situation. Nächste Möglichkeit, wieder Hofer und verzieht knapp. Also Rapid wie ausgewechselt aus der Kabine gekommen. Die nächste gute Möglichkeit für Jimmy Hofer. Für den LASK. Foul von Heikkinen.
der Faust in Bedrängnis. Wieder der Lask. Bastic. Noch ein Eckball. Der Lask wechselt. Aci aus dem Spiel. Und es kommt Mijatovic. Also Vastic macht auf jeden Fall weiter. Das wird er jetzt auch müssen, denn ohne Vastic wäre es wohl ganz schwer für den Lasker, dieses 0-1 aufzuholen. Und jetzt kommt frischer Wind im Sturm. Aci hatte eine Möglichkeit in der ersten Hälfte. Sonst hat er nicht allzu viel gezeigt. Für ihn also jetzt der Quarte. Neu im Spiel. In der ersten Hälfte hat er sich noch ein bisschen zurückgehalten, Jimmy Hoffa. In der zweiten ist er jetzt plötzlich voll da. Was auch immer ihn in der Kabine so aufgeweckt haben möge, es hat Rapid etwas gebracht. Wieder Hoffa. Der Lask bemüht sich jetzt das Spiel schnell zu machen. Panis. Ah, legt er sich den Ball selbst zu weit vor. Klein. Ja, was die Fouls betrifft, ausgeglichener als der Spielstand. 13 Stück auf jeder Seite nach dieser Attacke von Saurer an Steffen Hoffmann. Von Mijatovic an Patrick.
Und jetzt werden auch die Hereingaben von Hofmann plötzlich präziser. Mit diesem Tor ist das Selbstbewusstsein bei den Hütteldorfern wieder zurückgekehrt. Na ja, schön zu sehen, den Arm zurückgehalten und dann noch einmal die Eingabe jetzt von Hofmann. Carolina kann nur mit Mühe den Ball wegfassen. Schuss. Ümit Korkmaz, 2:0 für Rapid. Da hat Steffen Hofmann gar nicht lange überlegt, den Ball nicht zur Mitte gezirkelt, wie es alle erwartet haben, sondern flach zu Korkmaz gespielt. Der nimmt Maß. Ist der Mutterseelen allein. Und der passt ins Kreuzeck. Da kann Kavlina den Ball im Fliegen nur nachschauen. Wunderschöner Schuss von Ümit Korkmaz. Ein zweites Tor in dieser Saison für Rapid. Und jetzt wird es ganz, ganz schwer. Ganz schwer für den LASK hier doch noch einmal zurückzukommen. Und da müsste den Linzern jetzt schon ein schneller Anschlusstreffer gelingen. Und es sind schon 66 Minuten gespielt. Bastic. Saurer. Gute Eingabe, da wäre fast Mijatovic zum Kopfball gekommen. Hat auch nicht viel gefehlt mit der Fußspitze. Ja, da war Stitch fast noch hingekommen. Vision. Wieder auf Vastic, jetzt suchen die Linzer ihren Kapitän. Verstärkt. Nach dem Motto, Ivo soll es richten. Aber das wird jetzt nicht einfach. Wendell. Steht auch nach der Umstellung, nach dem Ausfall von Eder sehr sicher. Heikkinen hat auch ganz hinten alles fest im Griff. Bisher wirkt jetzt dieser 2:0 Vorsprung der Hütteldorfer recht sicher. Das wären natürlich zwei weitere
Schritte in Richtung Titel. Ein weiterer Wechsel beim LASK. Torres kommt für Klein. Argentinier Mariano Torres. Für Florian Klein, der viel gelaufen ist in diesem Spiel. Noch in der Aufregung rund um die gelbe Karte. Freistoß von Vastic. Und dann über den Kopf von Bauer und die Brust von Wendell ins Tor abgelenkt. 1:2. Meierhofer. Bleibt wieder verletzt am Boden liegen. Aber er muss auf, denn jetzt spielt keiner den Ball hinaus. Wendell Torres. Schön gemacht, aber abseits. Das ist erst der fünfte Einsatz beim LASK. Naja, und jetzt liegen natürlich die Nerven blank. Mijatovic muss aufpassen, hat gerade die gelbe Karte bekommen. Mit solchen Aktionen provoziert er nur
eine lose Hand des Schiedsrichters. Wendell. Schön gemacht von Gansterer. Eckball. Wieder Konterchance für Rapid. Hoffer, rechts ist Hofmann ganz alleine. Aber den Ball bekommt Meierhofer auf Hofmann. Gut gesehen, aber etwas zu ungenau das Abspiel von Stefan Meierhofer. Zum Ärgernis seines Kapitäns. Noch in etwa eine Viertelstunde zu spielen. Rapid führt mit 2:1. Aber noch ist nichts entschieden hier auf der Kugel. Diesmal verliert er den Ball. Jetzt hätte der Lask die Chance, aber Viererkette von Rapid geschlossen hinten zur Stelle. Schiedsrichterassistent signalisiert Foul von Mijatovic. Ja, war schon der ausgestreckte Arm da. Seine Kollegen nicht wirklich aktiv angeboten jetzt vorne, da ist es schwer für ihn alleine gegen die Lask-Abwehr durchzukommen.
da im Augenblick etwas zu statisch. Vorne an vorderster Front kann da im Augenblick keine Löcher aufreißen. Weil er sich etwas zu wenig bewegt vorne. Und jetzt will Hofer noch einen Elfmeter. Aber den bekommt er natürlich nicht. Im Augenblick Rapid wieder einen Punkt vor Salzburg. Die Austria jetzt Dritter. Punkte gleich mit dem LASK, aber mit der besseren Tordifferenz und daher im Kampf um den UEFA Cup Platz mit der Nase vorne. Wenn es so bleibt. Aber noch geht's. Etwas mehr als 10 Minuten und jetzt wechselt Rapid. Es kommt Mario Basina für Jimmy Hofer für die letzten 10 Minuten. Er hat seine Schuldigkeit getan. Der Elfmeter geht auf seine Kappe und damit die Führung für die Hütteldorfer. Mit Mario Basina ist jetzt ein ausgeruhter, ebenfalls Klassestürmer auf dem Spielfeld. In Österreich sicher Luxus, jemand wie ihn auf der Bank zu haben. Auch der LASK wechselt. Es kommt Almedin Hotta für Tomasz Wisio ins Spiel. Und der wird sich jetzt im Mittelfeld einfinden. Das bedeutet, dass der LASK personell seine Ressourcen auch weiter nach vorne verlegt für die letzten 10 Spiele. Panis. Jetzt etwas zurückgegangen, um Platz für Hotta zu machen. Patoka Sieger im Duell gegen Vastic. Und wieder Rapid. Schön gemacht von Korkmaz. Auf Hofmann, nicht im Abseits. Meierhofer und drüber. Jetzt hat er berühmt werden können. Schöne Aktion über wenige Stationen. Zuerst der weite Pass von Korkmaz, dann schön gesehen von Hofmann und dann etwas zu viel Schwung bei Stefan Meierhofer. Statt der endgültigen Entscheidung hier heißt es weiter zittern für die restlichen 7,5 Minuten. Basina. Rapid versucht jetzt den Ball in den eigenen Reihen zu halten, möglichst keinen Ballverlust hier zu produzieren. Das sind jetzt natürlich bereits alles wichtige Spielsekunden, in denen der Ball in den eigenen Reihen bleibt. Jetzt ist allerdings weg. Mit dem LASK läuft schon langsam die Zeit davon. Panis. Hotta. Mandel Torres. Gut gestört von Basina. Na, Hütteldorfer haben sich jetzt alle zurückfallen lassen. Keine Anspielstation vorne für Boskovic.
Rapid jetzt in erster Linie natürlich darauf bedacht, hinten abzusichern. Bannis. Ähnliche Situation wie beim Anschlusstreffer. Freistoß Vastic wird ihn hoch zur Mitte bringen. Aber etwas zu hoch über Freund und Feind hinweg. In die sicheren Arme des Helge Braun. Schön kombiniert, aber Boskovic im Abseits. Noch 5 Minuten. Ja, das war nicht einmal Abseits. Bestenfalls gleiche Höhe. Mijatović, kein Abseits. Und der Grote schafft es nicht, den Ball hier im Tor unterzubringen. Stattdessen kommt die Chance wieder für Rapid. Rechts Hofmann, ganz frei. Und dafür gibt es jetzt sicher die gelbe Karte. Ganz der Bauer, ja, Ganzterer sieht gelb nach dieser Attacke. Gegen Mario Basin. Hofmann. Die letzten 3 Minuten. Vastic vorne. Saurer jetzt auf die rechte Seite hinausgerückt. Mijatović vorne. Aber Batoka, Häkkinen und Co. stehen nach wie vor sicher. Jetzt noch einmal Vastic. Torres. Wieder gute Flanke. Die Linzer setzen sich fest im Strafraum und das war ein böses Foul. Böses Foul von Kulowitz. Und da gehen jetzt natürlich die Emotionen hoch. Er hat die Beine in der Luft getroffen, daher nicht so schmerzhaft für Hotter. Und Robert Schördenhofer kommt wieder einmal ohne gelbe Karte aus. Aber jetzt gefährliche Freistoßdistanz. Da hat Ivica Vastic nicht erst einmal getroffen von knapp 20 Metern.
in die Mauer. Letzte Spielminute in der regulären Spielzeit. Der LASK wirft alles nach vorne. Hofmann, schön gemacht. Auf Kulowitz. Boskovic. Spiel geht weiter. Wendell stolpert sich durch. Ja, der Regen hat jetzt den Rasen schon ein bisschen rutschig gemacht. Und es bleiben 3 Minuten in der Nachspielzeit. 3 Minuten noch für den LASK, vielleicht doch noch den Ausgleich zu schaffen. Und entschieden ist diese Partie heute wirklich erst mit dem Schlusspfiff. Alles noch möglich. Rapid führt 2:1. Korkman hat jetzt etwas auf sich alleine gestellt. Immer noch ausgeglichene Foulbilanz. 20:20. Jetzt gut attackieren, recht früh stören den Spielaufbau der Linzer und stehen hinten trotzdem gestaffelt sicher. Mit jedem Ball außerhalb der Gefahrenzone gewinnen sie wertvolle Sekunden. Hälfte der Nachspielzeit ist vorbei. Wieder war Stitch. Hota! Das tut weh. Na, gute Möglichkeit, gute Schussposition. Hota versucht es direkt aus der Drehung, aber fährt mit dem Riss unter den Ball und er steigt auf. Die letzten 30 Sekunden in diesem Spiel. Nur mehr weg der Ball. 20 Sekunden noch. Und es ist natürlich bitter, wenn sie es im eigenen Stadion kennen. Zweiten Ball mehr gibt, mit dem die Linzer schnell weiterspielen könnten. So wird der Heimvorteil nicht optimal ausgenutzt hier. Es ist die Nachspielzeit offiziell vorbei. Einmal lässt der Schiedsrichter den Ball noch in den Strafraum hineingespielt werden. Jetzt schaut er auf die Uhr und Grün Weiß an die Arbeit, meine Herren. Hatoka auf wie mit Korkmaz. Er deckt den Ball geschickt mit dem Körper ab. Kulowitz, das war einer Marke Schienbeinbruch. Und die erste rüde Aktion dieser Partie nach wenigen Sekunden. Thomas Gangl lässt die gelbe Karte noch stecken. Patrick Wolf ist da recht gut davon gekommen. Aufgepasst, fast durchgestrecktes Bein, fast in Kniehöhe von Branko Boskovic. Für mich klassischer Fall von Gelb.
Und die nächste Grätsche von Adam Ledmann. Jetzt hat Schiri Gangl gar keinen Foul erkannt. Ja, Basina ist auch ganz schnell wieder auf den Beinen. Ja, Steffen Hofmann, werden Sie es natürlich abgesehen haben, die Herrn Czajle und Co. auf den unglaublichen Top-Vorbereiter der T-Mobile-Bundesliga in dieser Saison. Er hat mehr Tore vorbereitet, als die gesamte Mannschaft des SK Austria Kärnten bis jetzt geschossen hat. Christian Thonhofer, apropos Kärntner Tore, er hat den einzigen Treffer der Kärntner in den bisherigen Duellen mit Rapid erzielt. Eigentor in Klagenfurt beim 2:1 Sieg am 7. Oktober. Bubeniks Einwurf auf Wolf. Jelusovic da gut abgeschirmt. Und jetzt geht Branko Boskovic. Etwas übereilt, der Pass in die Mitte Richtung Basina. Czajle hatte den Fuß dazwischen. Jelusovic, jetzt hat er mehr Platz, spielt das sehr gut. Kein Abseits von Patrick Wolf. Was macht er draus? Er macht einen Torschuss! Und er macht das 1:0 nach 2 Minuten und 7 Sekunden für Austria Kärnten. Erster Torschuss der Partie, erster Treffer. Na bitte, geht doch, der erste Kärntner, der in dieser Spielzeit gegen Rapid trifft. Wunderbares Füßchen von Jelusovic, auch weil nicht attackiert, kein Abseits von Patrick Wolf. Und aus ähnlicher Position hat im bislang letzten Aufeinandertreffen Erwin Hoffer in Klagenfurt Andreas Schranz gezwungen. Erst Saisontor Nummer 2 für Patrick Wolf in dieser Saison. Normalerweise benötigen die Kärntner im Schnitt 19 Torschüsse für einen Treffer. Das ist die schwächste Quote aller Teams in der T-Mobile-Bundesliga. Heute war der erste schon drinnen. Also viel besser hätte die Partie für Schinklis und Co. nicht beginnen können. Schinklis ist kein Verfechter des Defensivkonzepts, auch wenn es hier in St. Hanapi nicht gerade leicht ist, nach vorne zu spielen. Boskovic nicht zu bremsen. Szenenapplaus für ihn. Jetzt geht mal Andreas Dober, der rechte Verteidiger, mit in die Offensive. Schwache Flanke, leichte Beute für Andreas Schranz. Tabelle, Kärnten im Augenblick 6 Punkte weg von Schlusslicht Innsbruck, aber wir haben ja hier noch 86 Minuten plus Nachspielzeit Fußball. Ja, Missverständnis zwischen Basina und Korkmaz. Sind wir gespannt auf die Reaktion von Rapid. Korkmaz, Ledmann steht ihm da richtig auf den Zehen. Ja, Helge Peier, Quarterback, so ist es, bringt den Ball bis in die gegnerische Hälfte. Czajle sucht den Weg nach vorne, Hauser. Der Ball flach halten, meine Herren. Hofmann sofort von zwei Gegenspielern attackiert, wenn der Rapid-Kapitän den Ball führt. Boskovic auf Hofer und der Versuch des Distanzschusses von Mario Basina. Also die Kulisse treibt Rapid nach vorne. Wirkt natürlich die Gefahr, hier ein weiteres Mal ausgekontert zu werden.
Körpereinsatz von Manuel Weber, der unglaublich gut drauf ist. Deswegen hat er auch die Kapitänsschleife geerbt. Vor Martin Heden war ja dann Leitwand-Kapitän dieses Teams. Das dritte Foul bereits von Patrick Wolf nach nur 6 Minuten. Jetzt heißt es für den rechten Flügelflitzer wirklich aufpassen. Er einer von 4 gefährdeten Spielern von Austria Kärnten, was gelbe Karten betrifft. Guter Einsatz von Alex Hauser. Nachdem das Experiment mit Gernot Plassenegger als Speerspitze als gescheitert zu betrachten ist bei den Kärntnern, Hauser für ihn auf dem Feld, allerdings in völlig anderer Position. Naja, kleine Männer brauchen Liebe und Substral. Gut gemacht von Thomas Gandl, hat gewartet, ob sich da ein Vorteil für Rapid ergibt. Dem war nicht so und daher nachträglich das Foul geahndet. Mit Bildrand noch gut zu erkennen, Gerald Kreitsch, der Übeltäter. Distanz zum Tor doch fast 30 Meter. Aber bei einem Hofmann weiß man nie und vor allem hat Rapid da ja noch einen Andi Dober in der Hinterhand. Und der kann es aus der Distanz. Dementsprechend breite Mauer, die Andreas Schranz da stellt. Da ist Dober und gut aus der Mauer rausgelaufen. Janosowitsch, der den Schuss blockiert. Wolf Hauser gibt Zeichen, spiel mir den Ball, nix da. Das ist das, was Schinkels an Wolf kritisiert. 3 von 10 Flanken sind brandgefährlich, die anderen 7 landen hinter dem Tor. Nur der Mattersburger Christian Fuchs flankt häufiger als Patrick Wolf. Das war seine erste Flanke am heutigen Abend und die landete auf der Westtribüne. Augenblicklich der Mann mit den meisten Ballkontakten bei Rapid. Patoka, Kärnten im Ziehharmonika-System. So dieses 3-4-3 wird dann auch schnell mal zu einem 4-5-1. Augenblicklich Rapids Offensivbemühungen hier in der Kategorie harmlos. Janosowitsch. Auch der hat wieder Spaß am Fußball, seit Frankie Schinkels sein Trainer ist. Gegen Patoka. Leitwan, ja, und der Versuch des Direktspiels, dann springt Gerald Kreitsch, dessen Stürmertage offenbar wirklich gezählt sind, der Ball über den Stiefel. Von der Sturmspitze zum defensiven Mittelfeldspieler Gerald Kreitsch. War dann Lettland in ersten Diskussionen mit Schiedsrichter Gangl und immer wieder das Opfer von Kärntner Foulvergehen. Branko Boskovic, für mich auch der stärkste Rapidler in der Anfangsphase. Jetzt lassen sie sich wieder laufen, die Herren in Weiß und Schwarz. Und da hätte Wolfgang Bubenik wesentlich mehr draus machen können oder sogar müssen. Guter Einsatz wieder von Carlos Czajle, der ist hochmotiviert bis in die langen Spitzen. Wartlechner, jetzt spielen sie schon ein wenig für die Galerie, allerdings die mitgereisten Kärntenfans sitzen da weit weg vom Ort des Geschehens. Da sind sie nämlich. Das Häuflein unentwegte Optimisten und wie sie alle heißen. Optimismus ist auch das Zauberwort am Wörthersee. Vor allem in diesem vierten
Durchgang der aktuellen Saison. Da sind die Kärntner als einziges Team noch ungeschlagen. Hofmann, Foulspiel von Ortlechner an Basiner. Aus der Kategorie taktisches Foul, um hier einen flotten Konter der Wiener schon an der Mittellinie zu bremsen. Und dann bremst Basiner das Spiel von Rapid selbst. Gut jetzt zu sehen in dieser Einstellung Weber, der vorne so etwas wie Vorchecking betreiben will. Dahinter eine Dreierkette im Mittelfeld, die auch schon mal zur Viererkette wird, um dort bereits Rapid den Ball abzuluxen. Das gelingt Adam Ledwan wieder. Oh, Fehlpass Dober, Weber. Jetzt sollte Hauser von ihm weggehen, sonst hat er keine Anspielstation. Weber, Flanke zu hoch angetragen. Das Spiel von Rapid hat durch diesen frühen Verlusttreffer einen richtigen Knacks bekommen. Immer wieder kleine Patzer im Spielaufbau, im Mittelfeld oder wie vor kurzem von Dober sogar in der Nähe des eigenen Strafraums. Patoka registriert, dass das mit dem konstruktiven Aufbau durchs Mittelfeld nicht so einfach ist, hat mal die Steilpass-Variante ausprobiert. Steffen Hofmann da vorne als das dritte Sturmspitze unterwegs. Patokas Steilpass zu steil. Ja, mit viel Gefühl und doch um einen halben Meter zu weit. Na, Hofmann im Tänzchen mit Hauser. Kreitsch wollte dann noch dazwischen gehen. Gut gemacht von Steffen Hofmann an die kurze Stange. Hofer verfällt zwar, aber dort gibt es ja noch einen Manuel Ortlechner. In Minute 14 gibt es daher die erste Ecke der Partie. Carlos Scheile hat sie letztlich verursacht. Weber, jetzt hilft er hinten aus. Wolf, der Einzige, der vorne auf einen Abpraller lauert. Und dann das Foul von Korkmaz an Adam Ledwan. Also über seine Seite geht bis jetzt noch gar nichts bei Rapid. Ganze drei Ballkontakte von Ümit Korkmaz. Auf der anderen Seite schon 22 für Andreas Dober. Der natürlich den Platz auf der rechten Seite nützt, wenn Steffen Hofmann zur Mitte zieht. Jetzt allerdings angeschlagen ist. Hauser sagt, nein, ich brauche da keine Verarztung. Ich habe einen Eisenschädel. Ja, bei ihm war es der Hinterkopf und der clasht auf die Stirn des Andreas Dober. Da ist eine Eispackung vonnöten. Ja, und der Hauser, der sieht, kann ich Sie beruhigen, was die Frisur betrifft, immer so aus. Das hat jetzt nichts mit diesen Köpfetreffen zu tun. Dober zunächst auch mit dem Ellbogen ein wenig draußen. Nicht jeder bekommt, was er verdient. Mancher schon. Aber Applaus der Rapid-Fans für den rechten Außenverteidiger, der jetzt, da haben wir ihn unten am Bildrand, wieder ins Spiel zurückkehrt. Recht resolutes Einsteigen des neuen Abwehrchefs unter Anführungszeichen Thomas Riedl.
Einsatz von Ledwon, aber der Ball wieder beim Gegner. Bonhoeffer. Der ist vorbei am vierten und dann der Pass auf Hoffer. Da war ein leichter Verdacht von Abseits dabei. Letztlich aber gibt es den Freistoß für Grün-Weiß. Also ich bin mir da nicht sicher, ob Hoffer nicht in Abseitsposition gestartet ist. Aber wir können das ja genau kontrollieren. Tonhofer vorbei an Ortlechner. Und jetzt steht Hoffer im Abseits. Und normalerweise lautet die Regelung hier, Abseits vor Foul, wenn es überhaupt eins war. Aber fangen wir nicht jetzt schon an, über Schiedsrichterentscheidungen zu diskutieren. Stellen Sie sich vor, die Attacke wäre im Strafraum gewesen. Hoffmann in die Mauer. Kulowitz. Mit der Ceyle sehr resolut. Zweikampf verhalten. Hat noch kein Duell Mann gegen Mann in den ersten 17 Minuten verloren. Der Hofmann bekommt die zweite Chance. Kreitsch, der offenbar wirklich den Auftrag hat, den Rapid-Kapitän auszuschalten, steht ihm wieder auf den Fersen. Schwache Hereingabe von Dober und Ortlechner kann klären. Ceyle gegen Boskovic, das war auch im Grenzbereich. Sieht er das Foul? Das war keines der brutalen Art von Adam Ledwon, aber sicherlich als Foulspiel zu werten. Nächste Standardsituation, Rapid. Wieder Hoffmann und zu nah in den Torraum hinein. Dankbarer Ball für Andreas Schranz. Ja, das torgefährlichste Team der Liga nach Standardsituationen, auch bei ruhenden Bällen, noch nicht wirklich in der Partie. Und so führt nach knapp 20 Minuten Austria Kärnten durch den einzigen Torschuss der Gastmannschaft, nach 2 Minuten durch Patrick Wolf hier, noch immer 1:0. Das war elegant, das war schön gespielt. Aber der Abschluss letztlich ein unerlaubter Beitschuss. Packt Hoffmann auch mal die Trickkiste aus. Erwin Hoffer, der schon 7-mal getroffen hat, 2-mal zum Frühjahrsauftakt gegen Austria Kärnten verzieht hier. Klar, es dauerte einige Zeit, bis Andreas Schranz da den Ball geholt hat. Jetzt bekommt er die Anweisung von Schiedsrichter Dagel, sich etwas zu beeilen. Haben Sie in diese Augen gesehen? Würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen? Hofer von
Scheibe umgesäbelt. Okay, Erwin Hofer fällt leicht, aber wenn ihm bei jeder Ballberührung ein Gegenspieler an die Wade klopft, ist das auch kein großes Kunststück. Den Arm ausgefahren, so hat zumindest der Schiedsrichterassistent Mario Strudel gesehen und seinem Chef das Foulvergehen an Hofmann angezeigt. Ja, und der Hofmann Wadelbeißer, den möchte ich diesmal frei von Schuld sprechen. Das war eher ein Diving des Rapid-Kapitäns. Aber offiziell das bereits 10. Foul der Kärntner. Dem gegenüberstehen 2 Vergehen des SK Rapid. Wieder Standard, wieder Hofmann. Kärnten spielt auf Abseits, jetzt nicht mehr. Naja, der Motivator in seinem Element. Und Stefan Meyerhofer, der heute Nachmittag auf dem Trainingsplatz neben dem Hanapi-Stadion einsam seine Runden gezogen hat, scheint gut gelaunt und das auch bei einem Spielstand von 0:1. Jetzt hat er mal einen überspielt, beim zweiten ist schon wieder Schluss. Nur nicht rudeln, die Devise von Manuel Weber, das Ganze etwas gemächlicher per Einwurf von Bubenik. Und das bringt 15 Meter Raumgewinn für die Kärntner Austria. Weber wollte da durchstecken auf Patrick Wolf. Im zweiten Versuch gelingt es ihm auch nicht. Scheile sehr weit vorne. Das war einer nach dem Prinzip Hoffnung und das ist einer für die Kategorie Seiteneinwurf. Wieder geht er zu Boden nach einem Duell mit Krajic. Der Kopfballungeheuer ist der Deutsche in keinem Fall. Aber er scheut auch keinen Zweikampf mit seinem Leibinspektor. Ja, geht ein wenig der linke Arm von Krajic raus. Diesmal der Freistoßpfiff absolut richtig. Minuten um, Ballbesitzverteilung 63% Rapid, 37% Kärnten. Rapid gewinnt auch wesentlich mehr Zweikämpfe, aber das Wichtigste steht da oben neben den beiden Clubnamen, Weiß auf Rot. Da kommt wieder Wolf und der kann da die eigenen Bewegungen nicht wirklich koordinieren und jetzt ist soweit mit Ansage. Für sein erstes Foul im Spiel hätte er schon Geld verdient. In Minute 26 ist es passiert, das ist die 9. Verwarnung. Das war
ein Sliding Tackling eines Anfängers. Und damit fehlt der rechte Flügelflitzer dem Team der Kärntner im kommenden Heimspiel gegen die SV Joskorit. Der nächste Versuch des Steffen Hofmann. Der ist gut! 27. Minute! Und im 50. direkten Freistoß dieser Saison trifft Rapid erstmals mit einem direkten Freistoß. Sowas von genau in die Ecke, dass Andreas Schranz auch mit einem Zwischenschritt einfach nicht mehr hinkommt. Scorerpunkt Nummer 36 für Steffen Hofmann in dieser Spielzeit. Also knapp dran war Schranz da noch mit den Fingerspitzen. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, den hätte er haben können. Ich bleib dabei. Nein. Hauser. Und jetzt bekommen die Kärntner den Freistoß an der Strafraumgrenze. Hat sich eine grüne Zwei-Mann-Mauer vor Alexander Hauser aufgetan. Dober und Patoka lässt Hauser danach auflaufen oder der läuft in ihn hinein, wie auch immer. Gellendes Pfeifkonzert der Rapid-Fans. Tatsache, Freistoß Kärnten. Aber das Entsetzen bei Helge Peier und Co. wird sich da wohl in Grenzen halten, denn die Kärntner haben in der gesamten Saison erst aus einer Freistoßsituation getroffen, so selten wie kein anderes Team der Liga. Janosovic, wie spielt der denn den Ball auf Ledwon auf? Also diese gute Möglichkeit der Kärntner fahrlässig verbockt. Weber, die Flanke ist nicht schlecht, aber nicht gut genug. Stober mit der Kopfabwehr. Kulowitz. Hofmann, Dober. Jetzt ist Hofmann ausgerutscht, Künstler Pech. Außer diesmal ohne Chance da an Heikkinen vorbeizukommen. Der Finne unauffällig. Aber auch noch mit 100% gewonnener Zweikämpfe nach einer halben Stunde. Oh, Markus Heikkinen gegen Adam Ledwon, ein Duell zweier Abräumer im Mittelfeld, auch wenn Heikkinen ja heute Innenverteidiger spielt. Hofmann holt gegen Kreitsch den Eckball raus. Es ist erst der zweite Eckstoß in der gesamten Partie, der zweite für Rapid. Natürlich auch, der möchte gern Stürmer Jürgen Patoka im gegnerischen Strafraum, aber
Den Ball kommt er nicht ran, dafür Boskovic. Die Kärntner recht unbeeindruckt von diesem Ausgleichstreffer der Grünen, bleiben ihrem System hier treu. Janosowitsch, da legt er sich den Ball zu weit vor. Tonhofer will den Einwurf und er bekommt ihn auch. Jetzt mit guter Defensivarbeit, dann schenken die Kärntner den Ball. Der Sohn von Bubeni gleich wieder zurück, das wird heiß. Czajle mit der Kopfballabwehr, die war ausgesprochen notwendig in dieser Szene. Boskovic wäre da durch gewesen. Vasina auf Boskovic. Er hat Riedl vor sich und Riedl verhindert den Torschuss des Montenegriners. So, Christian Tonhofer läuft gegen eine Betonmauer, die Aufschrift Bubenik hier kein Durchkommen trägt. Christian Tonhofer mit seltenen Vorstößen auf der linken Seite, der Rechtsfuß, aber wenn, dann brodelt es gleich vor dem Kärntner Strafraum. Steffen Hoffmann, verzeihen Sie alle hier im Stadion, dass er erneut eine Standardsituation eher vergeigt hat. Das reine Sitzplatzstadion Gerhard Hanapi im Westen Wiens wird wieder mal zu einer Stehplatzarena. Hier wird gehüpft, dass sich die Balken biegen. Nach 35 Minuten gewinnt Rapid hier wesentlich mehr Zweikämpfe als der Gegner. Auch punkto Ballbesitz hat sich nichts viel geändert. 61% für die Wiener. Kulowitz überlässt aus dem Chef Hofmann zurück auf Kulowitz. Wunderbar gespielt, da sind vier Gegenspieler gleich ins Leere getaumelt. Kulowitz holt immerhin den nächsten Eckball raus. Großartig von Hofmann gespielt. Und jetzt alle Kärntner im eigenen Strafraum. Handspiel
von Basina angezeigt vom Assistenten, sofort gepfiffen von seinem Chef. Kleine Randnotiz, der Eckball von Steffen Hofmann war sein 38. Ballkontakt in diesem Spiel. Warum erzähle ich Ihnen das? Das war sein 2900. in dieser Saison. Es gibt die nächste gelbe Karte gegen einen Kärntner. Ich denke, Riedl wird es hier erwischen. Oder ist es Bubenik? Es ist wohl Bubenik. Hier gegen Hoffer und das geht auch in Ordnung. Zuerst mit der Schulter, dann der kurze Trikotzupfer. Wolfgang Bubenik auf den Spuren von Adam Ledwon. 5 Gelbe wird allerdings in dieser Saison nicht mehr dazu bekommen. Wieder Hofmann, der Mann mit den mit Abstand meisten Ballkontakten aller Bundesliga-Kicker in dieser Spielzeit. Der war gefinkelt Richtung zweite Stange gezogen und haben Sie gesehen, wer da plötzlich mal mit vorne aufgetaucht ist. Ja, ja, Markus Heikkinen, der Mann, der den gegnerischen Strafraum sonst nur aus Erzählungen seiner Mitspieler kennt. Einmal hat er dort schon gewütet. Zwar in Innsbruck am 8. Dezember, da hat er sein einziges Bundesliga-Tor erzielt. Jetzt kann sich Hofmann von Manuel Ortlechner, der zuerst klar Basler gefault hat, einiges anhören. Frenkie Schüttlis ist ebenfalls not amused. Der Kärntentrainer hat schon einige Male da bei den Schiedsrichtern nachgefragt, ob das denn so in Ordnung ist, wenn der Hofmann da als Schwalbe auf dem Platz unterwegs ist. Jetzt noch Smalltalk mit dem vierten Offiziellen Christian Winter. Also hier Foul von Ortlechner zu pfeifen, da gibt es glaube ich keine zweite Meinung. Der Ball ist schon wieder im Spiel. Vorbei an Krajic, wieder auf Kolowitz, diesmal gibt es allerdings Abstoß. Ja, die Kampfgänse als Defensivmann im grün-weißen Mittelfeld immer wieder dabei, wenn es Richtung Tor von Andreas Schranz geht. Und jetzt auch per Kopfball erfolgreich gegen Alexander Hauser. Hofer immer bemüht, da zumindest einen aus der Kärntner Abwehr rauszuschleppen. Und das gelingt ihm ein ums andere Mal, vor allem mit Manuel Ortlechner. Mit unlauteren Mitteln. Foul Nummer 20 von Austria Kärnten nach 40 Minuten. Kleiner Vergleich. Erst 4 Fouls von Rapid stehen zu Buche. Also mittlerweile ist der Druck des Tabellenführers auch so groß, dass sich vereinzelt Kärntner Spieler nur mehr mit Fouls zu helfen wissen. Bestes Beispiel jenes von Wolfgang Bubenik, das zur gelben Karte geführt hat. Peter Backholt in den Anfangsminuten noch stoisch, ruhig sitzend auf der Bank, jetzt immer wieder in seiner Coachingzone unterwegs.